Draußen ist ein wundervolles Wetter und zeig. Tobi, ja, das kannst du doch auch gleich zeigen. Kannst du die Scheibe zeigen? Dö, blauer Himmel. Und ja, heute ist so ein tolles Wetter und der Tobi und ich, wir gehen heute zu Harry Potter. Und Tobi wird jetzt erstmal ganz kurz noch zwei, drei Wege erledigen und kurz zum Bäcker fahren. Ich habe noch ein paar Bankprobleme. Geschäfte? Zu erledigen und ja, ich bearbeite hier mein Video. Eigentlich wollte ich mitkommen, aber das schaffe ich nicht, weil mein Video genau. Also, deswegen ist der Tobi alleine. So, also, see you later, Alligator. Lecker, was für ein? Hagebutte. Du bist auch eine Butte. Ich bin wieder zu Hause, ja, da bin ich. Ich hab mir gerade ein paar Brötchen geholt und Schokocroissant. Und den Hausschlüssel suchen. Und jetzt werden wir wieder reingeben, Bankgeschäft erledigt. Alles tutti. So. Hallo. 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 Hallo, ich bin Rüdiger. Rüdiger. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So. Hab ich natürlich. Genau, passend dazu habe ich einen Tee. Schatz, frühstücken wir zusammen? Nee. Oh, okay, gut, alles klar. Dann nicht. Dann halt nicht. Ja gut, ne? Dann halt so. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade gesagt haben? Wir frühstücken. Ja, und ich filme jetzt gerade noch für mein Food Diary kurz mein Frühstück. Und brr, mir ist kalt. Und ja, mein Video und der Dementi lädt gerade hoch. Und da müssen wir auch gleich schon los. Ich freue mich jetzt hier, Kaffee Latte. Sieht aus wie leer, aber egal. So, ihr könnt sehen, ich bin jetzt auch übrigens fertig geschminkt. Ja, mein Video, das geht jetzt in 9 Minuten online. Und dann geht das Daily MNT Video auch wieder um 19 Uhr online. Ja, und jetzt ist es gleich 14 Uhr und das heißt, ich muss jetzt auch langsam mal den Tobi in den Po treten, dass der mal ein bisschen voranmacht. Weil wie gesagt, wir müssen um 15 Uhr da sein. Ja, dann hat es bestimmt jemand angenommen. Unsere Glasscheibe ist gerissen. Was ist passiert? Da, unsere Glasscheibe ist gerissen. Da ist ein Katscher drin, oder, Tobi. Die ist doch nicht gerissen. Das ist Dreck. So, boah, von hier oben sah es aus, als wäre die gerissen. Ja, weißt du, wie viel so eine Scheibe kostet? Ja, ich weiß. Ja, oh, ja, was soll denn da? Alter, was hängt hier alles dran? Ja, weiß ich nicht. Ich mach das Alter, nicht. Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich rotze mal gegen die Scheibe, wenn er langweilig ist. Ich bin in anderen Hobbys. Voll der Otto. Selber Otto-Schmogglern. Manchmal muss man so in einer Beziehung auch miteinander umgehen. Nö. Du hast noch keinen guten Morgenkuss gegeben. Gib einen guten Morgenkuss. Guten Morgenkuss. Guten Mittag, okay? Mua. Guten Mittagkuss. Jetzt gucken wir dem Tobi mal beim Ausziehen an. Ach so, übrigens, weißt du, was du auch machen kannst? Guck mal. Da fehlt was. Und welchen kleinen Koffer nimmst du mit nach London? Also ich nehme den, der in meinem Zimmer steht. Und du? Oh. Oh. Stimmt ja, wir fahren. Ah, es hat sie am Sonntag. Ja, ich hab jetzt wieder nur London im Kopf. Ich wollte schon fallen lassen. Nee, doch nicht. Ich muss was sehen. Ach so, oh sonst ja, sehe ich wo den wir Weg lang nicht. Müssen. Boah, das Wetter ist traumhaft schön gerade. Es ist so schön. Ja. Warum hast du eigentlich keine Sonnenbrille? Weil die oben ist.
Willst du meine haben? Nein. Alles wunderbar. Oh, geil. Ja, wir sind jetzt gleich da. Noch ein paar Minuten, noch 5 Minuten oder so. Fünf Minuten. Ich freue mich. Ich bin total aufgeregt und danke schön, Schatz, nochmal. Ich freue mich richtig. Ich bin so aufgeregt. Und ich kann mir gar nichts eigentlich drunter vorstellen, so wirklich. Ich habe es halt gesehen, dass es diese Ausstellung gibt von Harry Potter. Und dann dachte ich mir so, die musst du sehen. Und weißt du, wo ich unbedingt hin will? Wenn wir in London sind. Da gibt es so das 9-3-Viertel. Ja. Da gibt es so einen Harry Potter Zauberladen. Ja. Da will ich mir einen Zauberstab holen. So, wir sind endlich am Odysseum. Juhu. Und Tauben. Die laufen mit uns. Ja. So, und jetzt gehen wir mal rein. Schauen und gucken. Oh, jetzt bin ich fast gestolpert. Hallo und herzlich willkommen zu Harry Potter The Exhibition. In wenigen Momenten geht es auch für euch weiter durch unsere magische Pforte da vorne. Und dann könnt ihr eintauchen in die Welt von Harry Potter. Aber das Gefühl, ein paar von euch sind noch nicht in ein Haus eingeteilt worden. Dafür habe ich ja den sprechenden Hut, denn Muggel haben keinen Zutritt nach Hogwarts. Von daher müssen wir erstmal schauen, wer von euch denn ein wahrer Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin ist. Selbst nicht. Wie heißt du? Maren. Und wie bist du gerade hingekommen? Zu Gryffindor? Ja, genau. Ja, so einfach durch die Kamin. Ja, wunderbar. Bist du auch beim richtigen Kamin rausgekommen? Ja. Direkt. Okay, ja, eine Vermutung? Ja, also ich hoffe auf Gryffindor. Du hoffst auf Gryffindor? Ja. Na, wir schauen mal, was der gut sagt. Ah, yes, a ready mind. You belong in Ravenclaw. Mama, aber eine kluge Ravenclaw-Schülerin, das klingt doch gut. So, jetzt darfst du, wenn du willst. Ja. Wie heißt du? Tobias. Eine Ahnung, Tobias? Absolut gar nicht. Ich lasse mich überraschen. Cunning, shrewd, let's see, Slytherin! Oh, super. Slytherin-Schüler, die sind ja nicht böse. Nein, Slytherin sind nicht böse. Slytherin kann auch sehr nett sein. Wie geil ist das? Das ist ein Zug, oh mein Gott, das ist so cool. Guck mal, da oben ist auch ein Bild, das sich bewegt. Das ist so endlos cool. Das ist von Harry Potter. Das ist so cool. Oh mein Gott, das goldene Ei. Machst du Selfies? Ja. Oh, das ist die Karte, die ich mir immer gewünscht habe. Ja. Tobi hebt jetzt mal so eine Pflanze an, weil da steht, bitte anheben. Warte, ich trau mich nicht. Noch mal. Was ist das geil? Hier. Der kleine Junge hat sich voll erschreckt. Na ja. Komm, Tobi, zeig uns mal deine Künste. Oh, yeah! Okay. Ja! Voll cool! Ich will mal was versuchen. Quidditch. Nein. Durch zwei. Ja. Doppelte Punktzahl. Ja. Aber es ist doch nicht. Die Besen. Tobi hat mir was gekauft. Und zwar hat er mir diese Bohnen gekauft und einen Schokofrosch. Oh, die Ausstellung fand ich voll cool. Danke, ja. Schatz. Bitte. Die war richtig cool. Ich hoffe, du hast jetzt noch mehr Vorfreude auf London. Ja, ich freue mich, weil am Sonntag geht's ja los nach London. Ja. Und ja,
Auf jeden Fall war das richtig cool. So, jetzt hat probiert. Also, stellen euch mal hier hin. Meine Haare sehen zwar zottelig ohne Ende aus, aber... Meine auch. Was möchtest du? Die Bohnen oder ja, die Bohnen. Das ist der eine. Oh Gott, ich hab mal Angst. Warte, noch nicht essen, noch nicht essen. Das war klar, ne? Ich nehm die hier, die grüne. Die ist ja hellgrün. Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen mutiger. Ich nehme mal die braune. Okay. Boah, ich hab Currywurst oder sowas. Ich hab Wurst. Bah. Was hab ich? Bah, ich hab Wurst. Ich hab Gras. Ich hab Gras. Tom, ich hatte Wurst. Bah, ich hab Currywurst im Mund. Ey, das schmeckt echt nach Gras. Bitte, Tobi, bitte probier die. Ey, hätte ich auf ein Stück Wiese gebissen. Nein, ich esse jetzt einfach... Nein, das richtig nach Wurst. Nein, behalt welche. Tu die doch nicht alle auf die Hand. Nicht? Warte, bah, ich hab Sausage. Ich hab Wurst. Was gibt's denn noch? Wassermelone. Rotten Egg. Du hättest auch eigentlich Seife. Es gibt Seife. Das ist bestimmt Seife. Das ist Seife. So, wir sind wieder zu Hause und wir räumen jetzt gerade auf. Das heißt, ihr seht, also die Küche ist soweit schon aufgeräumt. Ich habe die Schränke alle geputzt und hier liegt jetzt noch das ganze Zewa und jetzt werde ich noch den Herd sauber machen, richtig. Ja, und dann geht's ins nächste Zimmer. Tobi ist gerade dabei, das Wohnzimmer richtig sauber zu machen. Ein bisschen chaotisch. Aber ja, es wird richtig ausgemistet und deswegen darf es jetzt gerade chaotisch aussehen. Ja. Ich bin gerade ganz stolz. Ich habe hier unser Regal aufgeräumt von unserem Bartisch. Und ja, es sieht doch wirklich sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir voll. Boah, Leute. Macht euch die Balz im Zopf. Wenn ihr gerade Apfel esst. Oh, das war jetzt gerade, wie als hätte ich Wasser durch die Nase genommen. Bah. Boah, jetzt habe ich Apfelwasser in der Nase. Das ist doch eklig. Ja. Ich bin jetzt. Oh, boah, ist das eklig. Entschuldigung. Ich bin jetzt fertig mit trainieren. Und ja. Haben eben gegessen. Mittlerweile ist es schon ja, 11:30. Nee. Was ist mit der Uhr los? Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ach nee. Da sieht man mal, die Uhr bleibt andauernd stehen. Es ist jetzt gerade mal 22:51. Ja. Und wir haben eben gegessen. Jetzt gibt es noch einen Apfel. Und ja. Von unten hole ich mir jetzt erstmal noch mein Wasser hoch. Und dann wird Harry Potter geguckt. Woohoo! Wir haben nämlich uns zwei Teile ausgeliehen aus der Videothek. Und zwar haben wir ausgeliehen Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und Harry Potter und der Stein der Weisen. Und dann noch 22 Jump Street. Ja, also läuft bei uns. Man sieht dich gar nicht. So, wir sind jetzt... ja, auf der Couch. So wie fast jeden Abend und gucken jetzt Harry Potter. Und ich habe mir gerade noch einen Tee gemacht. Der Tobi war so lieb und hat mir mein Wasser noch aus dem Auto geholt. Und hat er auch die Tiefgarage gestellt. Genau. Ja, und wir werden jetzt hier den Film gucken und danach ins Bett gehen. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt schon mal und sagen... Tschüss. Tschüss und bis morgen.